Corona ist doch durch, oder? Warum dann noch eine Konferenz zum Thema der Aufarbeitung von Corona? Das Thema ist doch abgehakt. Es gibt mehrere wichtige Gründe, warum es trotzdem wichtig ist, aufzuarbeiten, was geschah, und warum eine Konferenz helfen kann, Gemeinden zu ermutigen und zu orientieren. Mein Name ist Henrik Ulrich. Ich arbeite als Chefarzt in einer sächsischen Klinik. Wenn wir auf die letzten 3 Jahre zurückschauen, müssen wir uns auch die Frage stellen, was war Verschwörung und was sind die Fakten in Bezug auf SARS-CoV-2, die Erkrankung Covid-19 oder zur sogenannten Covid-Impfung. Neben eigenen Erfahrungen bei der Diagnostik und Behandlung von Patienten mit einer SARS-CoV-2-Infektion möchte ich über wesentliche Erkenntnisse der Medizin und der Wissenschaft über das Virus, die Erkrankung und deren Therapie berichten. Überraschend wird sein, dass ein Großteil der jetzt anerkannten Einsichten bereits vor Beginn der Corona-Zeit auf dem Tisch lagen. Die Corona-Pandemie hat das Lehrbuchwissen in eindrucksvoller Weise bestätigt. Erschreckend ist, dass gerade dieses medizinische Grundlagenwissen bewusst oder unbewusst als Verschwörungstheorie gebrandmarkt, ignoriert und geleugnet wurde. Die Leidtragenden waren wir alle mit unseren Kindern und Familien. Und auch in der Gemeinde Jesu hat diese Zeit tiefe Narben hinterlassen. Gott sei Dank, für Jesus Christus gibt es nichts, was nicht geheilt werden kann. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zu reden über Fakten statt Verschwörungstheorien, über die medizinische Bilanz der Corona-Zeit. In unserem zweiteiligen Vortrag Theologische Aufarbeitung der Corona-Zeit beschäftigen wir uns mit der Frage, warum ist es wichtig, die Corona-Zeit aufzuarbeiten? Denn wir in der Gemeinde Jesu können wissen, wie wir mit kritischen Themen umgehen. Aufarbeitung im ersten Teil, ja, weil die Corona-Zeit jeden von uns betrifft, weil sie in unseren Gemeinden Irritationen, Wunden und Spaltungen hinterlassen hat. Warum ist eine Aufarbeitung wichtig? Wer ist für die besonderen Nöte und Probleme der Corona-Zeit verantwortlich? Wir Christen oder nur die äußeren Umstände und Maßnahmen? Wir werden betrachten, was Gottes Wort über die Verantwortung, alles zu prüfen, sagt. Wie Gemeinden mit kontroversen Themen und Fragestellungen umgehen sollen und worin die Verantwortung gegenüber unserem Herrn und den Herren dieser Welt liegt. Der biblische Aufruf zur Wachsamkeit, zu kritischem Prüfen, um das Gute zu behalten, ist wegweisend. Diesen Aufruf wollen wir beachten, gerade auch für schwere Zeiten. Der biblische Befund zu diesen Fragen wird einer ehrlichen und geistlichen Aufarbeitung dienen. Ein dritter Grund für diese Konferenz ist, dass wir gerne hinweisen möchten auf ermutigende Beispiele aus der Praxis, an denen wir Gottes Treue sehen durften. Für viele war die Corona-Zeit eine Zeit großer Herausforderung. Doch gerade in Zeiten großer Herausforderung erweist sich unser großer Gott in seiner Treue, wie er uns durch Schwierigkeiten hindurchträgt. Und solche Beispiele wollen wir hören aus der Praxis, wie Gott dies getan hat bei Geschwistern. Und diese Beispiele, die sollen uns alle ermutigen, ebenso auf unseren großen und treuen Gott uns zu verlassen und mutig zu sein im Glauben an ihn, auch in den schwierigsten Zeiten. Wir durften neu erfahren, Gott baut seine Gemeinde unter Druck. Zur Ehre Gottes möchten wir ein Beispiel aus der Praxis geben. Außerdem werden wir sehen, wie auch in übergemeindlichen Organisationen Gott gewirkt hat. Und vor allem durften wir mit großer Freude sehen, dass Gott gerade diese Corona-Thematik benutzt hat, damit Menschen fragend wurden und somit den Weg zu unserem Herrn Jesus Christus gefunden haben. Und last but not least freuen wir uns schon auf die Q&A. Was bedeutet das? Das heißt, wir fassen die heißen Eisen an. Es werden spannende aktuelle Fragen gestellt und beantwortet mit allen, die vorgetragen haben. Dann herzliche Einladung zu unserer zweiten Konferenz zur Aufarbeitung von Corona. Am Nachmittag und Abend des Reformationstags 2023 in Paderborn. Wir beginnen um 15 Uhr. Gerade durch Krisen hat Gott ja seine Gemeinde immer wieder aufgerüttelt und motiviert.
und im Großen und Kleinen auch reformiert. Ein Motto aus der Reformation sagte deshalb, Ecclesia semper reformanda est. Die Kirche muss immer wieder verändert, immer wieder reformiert werden. Und deshalb passt die Aufarbeitung von Corona gerade zum Reformationstag. In diesem Sinne, lassen Sie uns zusammenkommen, einander ermutigen und stärken. Und seien Sie mit dabei, vor Ort in Paderborn. Zur Anmeldung veröffentlichen wir hier noch einmal die Mailadresse. Und für diejenigen, die nicht direkt vor Ort dabei sein können, gilt die herzliche Einladung zum Livestream via YouTube. Wir sehen uns.